Im heutigen Video soll es mal darum gehen, wie ihr ganz einfach mit SwiftDo von eurem Drucker aus oder ähnlichem von richtigen Scannern aus eure Dokumente scannen könnt und diese direkt in eine PDF umwandeln könnt. Dafür benutzen wir SwiftDo. Das Programm ist der erste Link in der Videobeschreibung, ist komplett kostenlos. Und zwar, genau, wenn wir nämlich hier sind, also wir können das Programm dann hier gratis herunterladen. Und dann können wir hier einmal draufdrücken. Jetzt gehen wir hier einmal links auf Erstellen. Wichtig ist, ich bin hier vor auf den Start gegangen. Es kann sein, dass ihr vielleicht hier noch im User Guide am Anfang seid. Also wir gehen dann hier auf Erstellen und können dann jetzt hier eine vom Scanner aus machen. Das wollen wir natürlich machen. Wir wollen eine PDF erstellen vom Scanner aus. Und jetzt wählen wir hier unseren Scanner aus. Ich habe im Prinzip jetzt nur meinen Drucker. Seiten einseitig, automatische Erkennung, Auflösung. Ja. Drücken hier auf Scan und dann müssen wir jetzt im Prinzip alles selber einstellen. Vorschau, Foto, blablabla. Dann können wir auf Scan drücken. Ich habe hier diesen Drucker nicht. Und mein Drucker ist auch so nicht scanfähig. Aber hierüber können wir das Ganze einfach machen. Ja, und ihr seht, ja, das Ganze funktioniert hier gerade nicht, weil mein Drucker nicht angeschlossen ist. Aber wenn ihr einen Scanner habt, könnt ihr das hierüber ganz einfach machen und der wird euch dann eine hochwertige PDF auf jeden Fall erstellen. Falls es da noch Fragen gibt, unbedingt in die Kommentare damit. Ansonsten könnt ihr hier auch nochmal im User Guide nachgucken, wie ihr das Ganze macht. Hier gibt es wirklich super, super viele Funktionen. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde mich extrem freuen. Und dann haut rein und ciao.